Yeah. Willkommen im Chase Ambiente. Willkommen bei Project Calm Down. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Calm Down. Ihr wisst es, wie geht es? Vegeta. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder da. Ihr seid alle da. Oh mein Gott, stopp. Scheiße. Ja, wir sind alle da. Und in der letzten Aufnahme habe ich den hier gestartet, den Kram. Und der ist auch fast durchgelaufen. Und gleich mal Disclaimer, ich bin heute leider wieder in so einer Müdigkeitsverfassung, wie ich es schon lange nicht mehr war, Kappa. Also eigentlich so gefühlt wie jede Woche. Genau das richtige Stichwort ist ein energetischer. Ach, sitzend an meinem neuen Schreibtisch. Happy more than ever. Und ja. Wir sind voll dabei, mittendrin und voll dabei. Was ist denn so passiert? Ja, gerade eben musste ich noch das Interface fixen, weil der einfach nicht funktioniert hatte. Das wollte einfach nicht aufnehmen, also hat den Sound nicht weitergegeben. Und dann habe ich gesehen, dass die Sample Rate irgendwie auf 96.000 stand und ich rumüberlegt habe, bis mir dann eingefallen ist, aha, ich habe vorhin Ableton gestartet und das setzt dann, wenn ich es auf 96.000 Hertz Sample-Rate einstelle, dann verändert es das quasi vom Interface direkt, was ja auch Sinn macht, aber und ändert das aber nicht wieder zurück oder so, ne? Das bleibt dann einfach so und dann funktioniert dann anscheinend der Ton mit Windows oder OBS manchmal nicht. Whatsoever habe ich jetzt gerade fix noch schnell behoben. Und jetzt geht's ab. Ach ja, ihr seht Slimes. Ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, aber im Raum oben drüber. Also, das bedeutet, wenn ich jetzt hier hochgehe und der Sound ist so ultra leise, weil ich den wegen der Monsterfarmer wieder leise gemacht habe. Wenn ich jetzt hier aufmache, guck mal, hier sieht man schon, ich habe hier repariert. Hier war ein Slime drin. Ich weiß nicht warum. Ich weiß überhaupt nicht warum, aber er war da. So, ihr habt's gleich, ne? Wunderbar. Da freue ich mich schon drauf, weil ich will jetzt mal den Tunnel weitermachen. Ah ja, der ist schon fertig. Bim, bim. Sehr schön. So, da wir die sowieso komplett hierfür brauchen. Und wir können die nämlich später noch zu den Chisels machen. Hä? Ach so, ich dachte gerade so, wo sind die anderen hin? Da fehlt ein ganzer Haufen. So. Und weil wir die bestimmt nochmal irgendwann für irgendein Bauprojekt brauchen werden, nur vielleicht jetzt nicht für dieses so viel, habe ich mir gedacht, machen wir noch gleich neue. Weil wenn wir dann nämlich jetzt gleich auslaufen aus, also kein Material mehr haben, ihr wisst, dann wobei. Mir fällt gerade auf, dass es übelst hässlich ist, wenn man das so macht, oder? Naja. Theoretisch geht es. Ich weiß bloß nicht, ob es die beste Entscheidung ist, weißt du? Ist halt eintönig. Ist halt so, so farblos. Boah, mein, ja, hier hängt irgendein Haar im Gesicht, das merke ich gerade. Oder in mein Auge hängt eine Wimper irgendwie so schräg. Das nervt alles. Ich habe viel zu lange Haare mittlerweile wieder. Ja, irgendwie gefühlt war ich erst beim Friseur und trotzdem sind die ultra lang. Ah, oh, das ist schön, wenn es oben und unten jeweils zwei Platz hat. Nice. Ich weiß bloß einfach nicht, wie ich das jetzt bauen soll. Wir müssen uns nochmal was überlegen. Habe ich denn? Nee. Dafür muss ich jetzt einmal komplett hochhüpfen. Lass niemals die Bahn einfach so losfahren. Nie. Never. Immer drin sitzen. Ansonsten bist du am Arsch. Rule number one.
Ja, und Beleuchtung müssen wir uns ja auch noch angucken. Beleuchtung wird nämlich auch, wird ja relevant für den Tunnel, ist ja ganz klar. Ich hatte ja die Idee, das in die Decke reinzumachen. Aber ich finde die Idee mit der Wand halt viel, viel cooler. Und deswegen müssen wir uns da mal Gedanken machen, was wir machen. Ob wir quasi Glas reinsetzen und dahinter einen Glowstone oder ob wir den Glowstone direkt in die Wand reinsetzen. You know, weil ja, ich habe halt vor gehabt, mit Glowstone zu machen, ist halt irgendwie sinnvollste. Viel krasser wäre es, wenn wir Lampen verwenden würden und die mit so und die normalen Schienen mit Aktivierungsschienen austauschen. Und jedes Mal, wenn ein Ding fährt, dann sind wir immer beleuchtet, aber der Rest nicht. Macht aber keinen Sinn, weil wir wollen ja, dass da keine Viecher drin spawnen, was ja schon durchaus passiert ist. Ach ja. Das so ein bisschen. Wir machen mal 32 Glowstones. Und dann wollte ich den Holztyp mitnehmen. Spruce Logs. Kommen nämlich jetzt Slimebälle mit rein, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir die eh bald nicht mehr sehen werden. Ha. Wie viel? Irgendwie funktioniert das hier nicht mehr. Ah, doch. Spider-Eye. Warte mal, wie macht man eigentlich das Ende-Auge nochmal? Das war doch mit fermentiert. Nee, mit Blaze Powder. Einfach nur Blaze. Wie langweilig ist denn das? Aber gut. Na, was war denn das mit dem Fermentierten? Da war doch noch so ein Ding. Fermented Spider-Eye. Oh, okay. Dann war das ein Modpack. Oder so. Ja. So, ja. Was gibt's Neues zu erzählen? Ich erzähle euch mal was. Achtung. Und zwar habe ich euch jetzt zuletzt erzählt, dass ich bei Thomann war. Und der größte Witz an der ganzen Geschichte ist, wir werden da. Also, das war letzten Samstag, by the way. Ne? So viel sei gesagt, das war letzten Samstag. Wir werden da wieder hinfahren. Es hat sich ergeben, dass wir eine Woche später direkt wieder da sind, weil von unserem oder von meinem Kumpel halt haufenweise Equipment noch zu prüfen ist und sich da jetzt quasi was ergeben hat. Ich teste hier nur, ne? Also nicht, dass er jetzt denkt, ich baue schon drauf los. Okay, wait a minute. Wait a minute, das ist alles noch nicht richtig. Hier ist ein Creeper. Aber der ist irgendwo nicht hier in der Nähe. Oder zugänglich zu mir, um sich aktivieren zu können. Nee, 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 bitte nicht. Geh mal weg. Ist ja kein Mitspracherecht. So, 1, 2, 3, 4. Das ist wrong. Ja, da fängt es schon an. Da geht es doch schon los hier. Gut, dann machen wir es so. 1, 2, 3. 1, 2 Lampe, 1, 2 Holz. So, 1, 2 Lampe, 1. Zwei Holz. 1, 2 Lampe, 1, 2 Holz. Mach mal. Ich brauche ein paar mehr von den Dingern da. Okay, die Musik passt schon wieder überhaupt nicht. Redstone Lamp.
Die haben halt schon ein bisschen mehr Charme, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Ich suche was Bestimmtes. Ich hab's nur. Hä? Was mache ich hier? Nein, verdammt, ich habe den Faden schon wieder verloren. Ihr seid gerade Live-Zeuge dessen. Ja, danke. Ihr war gerade live dabei, wie ich den Faden verloren habe. Und zwar vollstes Rohr. So, wir machen mal 20 weitere. Dann haben wir davon erstmal wieder genug. Oh ja, boah, das ist von der Beleuchtung her aber auf jeden Fall schon mal sehr geil. Aber dann fahre ich mal hoch und hole mir Redstone. Boah, das könnte halt mega geil aussehen. Shit. Easy. Habe ich dich mal eben mitgenommen, Bro. Gute Nacht. Tri-dra-drolla-la. Ich bin müde und wieder in der Aufnahme da. So. Das ne. Ah, pass auf, wir machen schon mal. Machen definitiv mal eine Test. Wir haben. Haben wir nicht eine Lampe? Nee. Wir haben nur diese Ding. Da war noch eine Lampe drin. Auf die Kommentare warte ich schon. Für den Fall. Sag mal. Was ist denn hier schon wieder los? Wo? Ohne Spaß, wo? Wo ist hier ein Skelett? Wo? Hier kann kein Skelett sein. Das kann hier nicht rumlaufen. Wie zum Henker kommst du hier rein? Safe durch den Tunnel. Das geht gar nicht anders. Hier ist kein Weg zum Spawn, nur hier. Und da kommt ja allerhand her. Also ich darf ja wohl bitten. Ne, ja, bleib mal hier. Knapp, knappe Kiste. So. So, auf die andere Seite kommt, das war hier, ne? Ja. Kommt die Lamp, aber auf der anderen Seite. Ich habe dich gehört. Nee. Wo? Oh Junge, wie viele Viecher von... Der ist ja literally dahinter. Wie kommen die denn? Ist denn die dahinter jetzt? Ach, come on. Moinsen. Gute Nacht. Wow. Die Area habe ich hier noch gar nicht gesehen. Aha. Ich sehe schon, wo die ganzen anderen Viecher die ganze Zeit hergekommen sind. Oder wo die Geräusche herkamen. Ja, cool. Gut, dass wir nachgeguckt haben. Oh mein Gott, echt jetzt? Klar, finden wir einfach mal zwei Dias. Gar kein Thema. Ach ja. Komm, wir verbrauchen ein bisschen Redstone und nehmen gleich wieder welches mit. Fast. Ja, ansonsten sollte hier jetzt ausgeleuchtet sein. Das heißt, hier ist die Spawnrate schon mal gleich auf 0 gesetzt. Ja, oder auch nicht. Ich meine, wir haben hier noch einen, ne? Der geht ja auch noch so in seine... Oh Gott, come on, please. Ich habe bald keine Fackeln mehr.
Ganz ehrlich, ich habe so viel Cobblestone. Ha. So, das war's jetzt mit der Fackeln. Gute Nacht, ich bin raus. Na klar, geht's hier noch weiter. Ja, ich habe das hier gespäht. Easy. Sogar noch mehr. Ja, es tut mir leid, ich sehe gerade nichts. Ich muss mal hier kurz für Licht sorgen. So, da haben wir doch wieder Licht. Boom. Easy. So, guck mal, wir machen gleich eine Höhlentour draus. Na klar, natürlich. Und so müde bin ich auch gar nicht mehr. Also so schlimm ist es heute nicht. Ja, ich hab's gesagt. Das ist heute nicht so schlimm. Also heute bin ich halbwegs fit. Und entgegen auch meiner Erwartung wie letztes Mal, dass ich irgendwie weniger Motivation hätte oder so, dass ich ein bisschen Angst ums Projekt habe. Pff, never mind. Mittlerweile schütze ich sogar eher das Projekt vor solchen müden Aufnahmen, weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil ich mir denke, ich will lieber halt wach bei der Sache sein und halt nicht irgendwie nach einer Folge müde schon wieder einschlafen. Gut, das ist jetzt seit den letzten Aufnahmen nicht mehr so schlimm. Aber ist es natürlich trotzdem wert, es zu vermeiden. Ganz klar. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal durch... Ja, ja. Komm, spreng die mal weg. Danke. Oh Junge, du kleiner Bastard, du gehst mir so auf den Sack. Es tut mir so leid, aber es ist ja unglaublich.